Mein Name ist Sarah Jansen. Ich arbeite in einer Firma, wo wir Laserbeschriftungsgeräte machen. Und ich habe gerade eins fast fertig entwickelt und möchte ein bisschen über meine Erfahrung sprechen, was ich in der letzten Zeit gelernt habe über Laser, ganz besonders über Lasersicherheit. Meine Frage, hat jemand schon mal einen Treffer abgekriegt? So ins Auge und mit ein bisschen Leistung oder auf die Haut? Ja, du, von dir weiß ich das sowieso. Okay, Glück gehabt. Genau, nicht ins Laserlicht gucken. Vorweg möchte ich ein kleines Disclaimer schicken. Ich weiß nicht alles, ich bin nicht perfekt, obwohl ich das immer von mir denke. Wenn ihr mit Lasern spielt, passt auf. Denkt nach, lest die Normen, denkt nochmal nach, reflektiert es vielleicht mit anderen zusammen und haltet mich bitte nicht für verantwortlich. Ich möchte über drei Sachen eigentlich sprechen. Das eine ist das Grundlegende, so Laserklassen, Auswirkungen von Laserstrahlung auf Gewebe, was für Verletzungen es da geben kann. Das andere ist dann so mehr anwendungsbasierend, habe ich mir überlegt, es gibt so zwei Kategorien von ich spiele mit Lasern. Das eine ist, ich habe einen Pointer, ein bisschen kräftigeren Pointer, so diese Geschichten, ich mache zu Hause was. Das andere auch aus der realen Anwendung. Im FabLab in Karlsruhe bauen wir gerade einen Lasersauer und da ist natürlich auch das Thema mit Sicherheit und da haben wir 100 Watt CO2 und so. Also überlegt so diese zwei Schienen zu machen, die, finde ich, auch gleichberechtigt sind. Laserklassen sind euch vielleicht schon mal über den Weg gekommen. Klasse 1 ist das Schwächste. Ich nehme einen Laser, ich gucke rein und wenn man nach einer Stunde langweilig ist, mache ich den Laser wieder aus. Prinzipiell. Und Leistung ist auch ganz deutlich kleiner, 1 Milliwatt Continuous Wave, also CW. Da gibt es die Unterschiede, also 1 und 1M und auch 2 und 2M. 1 ist auch sicher, wenn man jetzt eine Lupe nimmt und sich eine Stunde ins Auge leuchtet. 1M ist sicher, wenn man keine Lupe nimmt. Bei Klasse 2, da ist es ein bisschen tricky. Und zwar sagt die Norm, wir bauen auf dem Lidschlussreflex auf. Lidschlussreflex heißt eigentlich, das Laserlicht kommt an, es kommt ein Helligkeitseindruck und innerhalb von 250 Millisekunden guckt man weg, macht das Auge zu, irgendwie sowas. Es hat nur einen kleinen Schönheitsfehler. Das funktioniert nur bei ungefähr 20% der Leute. Ich habe eine Untersuchung gelesen, da war die Stichprobe 1700 Leute und schöne Laserlinie, so High-Speed-Kamera, alles toll und diese Linie kommt runter. Irgendwann leuchtet es den Leuten ins Auge und dann wird gemessen, die Frames, wie lange braucht es, bis jemand reagiert? Und manche haben einfach weitergeguckt. Also Lidschussreflex ist für die Füße, ganz vorsichtig ausgedrückt. So der klassische Laserpointer, den ich zu Hause vergessen habe, der hat Klasse 2. Das ist der, mit dem ich mit der Katze spiele. Dann gibt es auch da wieder Klasse 2M. Ohne Verwendung optischer Geräte, also ohne Fernglas, ohne Lupe, beziehungsweise bei Klasse 2, nee, bei 2 ist es mit Lupe und 2M ist ohne Lupe, also ohne optische Verstärkung. 3R, also die alte Klasse 3 gibt es nicht mehr. Das ist übrigens nach der DIN EN60825-1 2007. Das hatte ich vergessen, da hinzuschreiben. Die ist also relativ aktuell. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch eine neuere gibt, aber das ist die zumindest die ich in der Firma zur Verfügung habe. Also 3R, so geringes Gefährdungspotenzial. Also ich finde das auch so ein bisschen fragwürdig. Also bei 2 kann es schon so ein bisschen unangenehm werden. Und 3, naja, es ist nur ein geringes Gefährdungspotenzial. Also gehen bis 250 Milliwatt. Also 250 Milliwatt möchte ich echt nicht abkriegen. Und auch sei es nur für weniger als 250 Millisekunden.
das kann da schon ziemlich heftigen Schaden geben. 3B geht bis 300 bis 500 Milliwatt, fängt im UV-Bereich an, was also auch ziemlich fies sein kann. Man sieht es natürlich nicht und es gibt da Hornhautveränderungen und so. Es kann anfangen zu kokeln, also auch die Laserpointer, die man bei Wicked Laser zum Beispiel kriegt, oder anderen Quellen aus China. So, ich habe hier eine 400 Milliwatt Quelle und leuchte damit auf schwarzes Klebeband zu, dann fängt das an zu kokeln. Also das geht bei 3B. 4 kann größer 500 oder ist größer 500 Milliwatt bis Höllenfeuer. Die Laser, mit denen ich arbeite, sind alle Klasse 4. Die gehen also in der Leistung von 10 bis 50 Watt. Der Hersteller, von dem wir die Laserquelle beziehen, der hat aber auch Laser so im 100 Kilowatt Bereich. Also das sind also so 5, 6, 19 Zoll Schränke nebeneinander. Ich habe das auf der Messe gesehen. Und das wird jetzt, also das ist ein ND-Jagd-Laser, das wird dann halt eben durch eine dünne Faser, da gehen also 100 Kilowatt durch, schon ziemlich eindrucksvoll. Man kann so einen Laser der Höllenfeuerklasse zu einem Klasse 1 Laser machen, indem man das Ganze einhaust, wo dann garantiert ist, dass unter keinen Umständen irgendetwas austritt, was nicht in diese Klasse 1 passt. Also alles, was da drunter ist, Streustrahlung, wie auch immer, dann kann man sagen, das Höllenfeuer ist gebändigt und ich habe einen Klasse 1 Laser. Spannend bei der ganzen Geschichte der Laserklassen ist auch die Betrachtung über die Wellenlänge. Die Klassifizierung der Laser bezieht sich ja auf Wirkung auf organisches Gewebe, auf die Haut und auf die Augen. Und durch die Aufnahmefähigkeit relativ zur Wellenlänge gibt es natürlich auch ein unterschiedliches Gefährdungspotenzial. Also UV ist ziemlich gemein. Gerade sehr kurzwelliges UV-Licht kann also auch Schäden, also kann Hautkrebs verursachen, da Zellkerne gestört werden. Das ist also UVC, das findet man auch nicht mal auf der Erde so natürlich. Das ist also schon ziemlich heftige Strahlung. Das geht ja dann schon langsam in Richtung Röntgenstrahlung rein, in Richtung ionisierende Strahlung. Deswegen sind da auch die Grenzwerte sehr niedrig. Klasse 2, der rote, das ist halt eben nur für sichtbares Licht. Und die beiden anderen Klassen, 3 und 3R, das bezieht sich halt eben auf darauf, dass das Infrarotlicht halt unterschiedlich von der Haut aufgenommen wird, beziehungsweise im Auge. Das geht halt eben auf die Hornhaut, beziehungsweise auf die Linse, und das kann man irgendwie noch wieder fixen. Während sichtbares Licht geht natürlich auf die Netzhaut. UV geht auch auf die Netzhaut. Und manche, so nahes Infrarot, so Ende Jagd mit 1064 Nanometer, geht auch auf die Retina. Und die kriegt man nicht mehr hin. Habe ich gleich ein paar schöne Gruselbilder. Genau. Es gibt da so ein paar, ja, also oben links, das war 1 Watt blau. Da hatte jemand zu Hause mit einem kräftigen Laserpointer gespielt, hatte sich irgendein Setup zurechtgebaut, hatte das auf dem Stuhl stehen, wollte das, glaube ich, gerade ausschalten, stolpert, zieht irgendwas runter und der Strahl einmal quer über das Auge drüber. Das Bild ist jetzt 1 Jahr nach dem Unfall, nach augenärztlicher Behandlung. Der Kerl hat so einen schwarzen Fleck im Sichtfeld, zumindest auf einem Auge. Das wird nicht mehr. Das zweite ist auf 1064 Nanometer, auch die Laser, mit denen ich halt eben arbeite, in Neodym-Jag. Ich habe keine Ahnung von Augen. Ich weiß nicht, ob das Ding dort in der Mitte ist oder das eher weiter rechts. Okay, also Volltreffer genau rein, wird auch nicht mehr glücklich. Dann dachte ich mir, ich
will mal was ausprobieren, wie wirkt sich nahes Infrarot, also die 1064 Nanometer, wie wirkt sich das auf Haut aus? Ich hatte also dann keine Lust, irgendwie meine Hände unter einen Laser zu legen und mal sagen, 100%, mal sehen, wann es warm wird. Ich habe zum Glück eine Wärmebildkamera und als Vegetarier bin ich dann tatsächlich mal zum Schlachter gegangen und habe gefragt, haben Sie Schwarte? Und dann habe ich also so ein Stück Schwarte bekommen. Mein Kollege war so nett und hat das aus der Packung ausgepackt und hat das unter den Laser gelegt. Das ist jetzt eigentlich hier schönes Rechteck. Und der Hotspot, das geht also bis 57 Grad. Das war jetzt irgendwie so 30 Sekunden Bestrahlung ungefähr. Beziehungsweise ich habe das, während der gelasert hat, habe ich halt eben das Bild gemacht. Das wird warm. Das Ding ist, es bleibt nicht an der Oberfläche. Also hinterher die Schwarte, die sah, okay, die Haare waren weg. Aber der Rest sah normal aus. Die Wärme geht einfach durch die Wellenlänge. Das geht ins Gewebe rein, verteilt sich und erwärmt alles. Das wird auch so ein bisschen aufakkumuliert. Und das bleibt warm. Das bleibt relativ lange warm. Das zweite Bild, ich bin ein Spielkind. Kann das jemand lesen? Genau. Also auch wieder 20 Watt. Das da drüber, das Leuchtende mit noch 30 Grad, das ist ungefähr 3 Minuten später der Fleck von der linken Seite. Das glüht nach. Und ich passe da auf, ich will das nicht abkriegen. Das ist mir alles irgendwie so ein bisschen zu schmerzhaft. Fragen dazu? Okay. 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 Danke. Ja, das ist einfach nur das thermische Haltung. Ja. Ich habe leider keine Lötkolben ist eine gute Geschichte. Ich habe leider nichts gefunden zu fernem Infrarot, zu 10.000 Nanometer, also was CO2 macht. CO2 dringt nicht tief in die Haut ein und ich kann mir das vorstellen, wenn die Leistung stimmt, das ist so, als wenn man einen heißen Lötkolben halt eben abkriegt. Das wird dann sehr schnell sehr schmerzhaft, ist oberflächlich und ja. Lötkolben-Effekt. Ja. Gut, danke. Gut. Heute Morgen beim Eierpoolen, das kam halt eben frisch aus dem Topf, einmal kurz abgeschreckt. Also ich kann mir das ungefähr so vorstellen, ich bin halt eben Lötkolben geeicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es so ein ähnlicher Schmerz ist, weil wenn jetzt so ein 80, 90 Grad heißes Eis so mit den Fingern abholen. So. Gut, schlechte Beispiele. Zwei Sachen, da habe ich mit zu tun. Oben links, das war letztes Jahr im Hack Center. Das sind 400 Milliwatt. Die Quelle... Das ist, na okay, geht nicht. Also hier gerade hier vorne das ist die Quelle. Die liegt auf einer DVD-Hülle, einfach um den Abstand zu haben. Dann es geht nämlich dort direkt auf die Galvos drauf. Rechts davon ist die Galvo-Steuerung. Da drüber ist, ich weiß nicht mal, irgendwie ein Netzteil von der Laserquelle oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Ist es nicht mein Laser gewesen? Und so nach unten zeigend rechts, das ist ein USB zu Audio-Wandler und damit haben wir dann halt eben die Galvos getrieben. Ich möchte mich bei den Stuttgartern entschuldigen, weil ich habe mir das Video dann anschließend nochmal angeguckt, was ich davon gemacht hatte. Ich konnte dann das große Schild vom Scheck sehen, so, sorry. Aber das war irgendwie so in der Höhe dann.
Das war hell, das war echt hell. Das übrigens, diese Geschichte fällt unter die DIN EN 60825-3. Das sind Showlaser. Rechts, das ist mein Baby. Ich musste, um in Urlaub gehen zu können, noch an einem CPLD was programmieren, wo ich ein paar Sicherheitsgeschichten drin gemacht hatte. Hab also meinen ganzen Raffelkram mit nach Haus genommen übers Wochenende. Hab den also in Klasse 4 betrieben, das ist ein 20-Watt-Laser. Das Sicherheitsfeature für den Scan-Kopf war halt eben, ich hatte einen Lautsprecher genommen und ich hatte, immerhin, es war glasfaserverstärktes Klebeband. Also meine Katze hat das dann auch nicht umgeschmissen, das war also eigentlich ganz positiv. Unten links, das finde ich eigentlich ziemlich dramatisch. Auf der Suche nach Material bin ich durch die Stadtbibliothek gelaufen und bin darauf gestoßen. Das ist ein Buch, was sich um Spielerei mit Laser dreht. Da habe ich also diese Abbildung gefunden. Da drüber der Text, da sie den reflektierten Laserstrahl dann eventuell durch das Fernglas sehen, besteht erhöhte Gefahr für die Augen. What the fuck? Sind die noch ganz sauber? Also sowas in einem Buch zu veröffentlichen, wenn das Klasse 1 ist. Okay. Wir gucken auf ein Verkehrsschild, frisches neues Verkehrsschild, frisch geputzt, wie auch immer, mit einem Klasse 1 Laser, das leuchtet schön auf. Also es macht echt Spaß, nachts auf Verkehrsschilder zu leuchten. Das ist fantastisch. Sieht echt schön aus. Bitte aber nicht mit dem Fernglas. Und vor allem nicht größer Klasse 1. Also mit meinem grünen Klasse 3 Laser könnte das also schon ziemlich bleibenden Eindruck hinterlassen. Genau, dazu gibt es nämlich noch eine Geschichte, da habe ich kein Bild zu. Eine mir bekannte Person hatte erzählt, sie war bei ihrem Freund und ihr Freund hatte so ein Setup mit einem Rechner und irgendwie Laser und das Ganze war über den LPT-Port gesteuert. Sie wusste das nicht und das war ein kräftiger Laser, also schon Klasse 3. Sie wusste das nicht, dass das so alles miteinander zusammenhängt und wie das nun genau funktioniert. Sie ist auch eine von uns. Fährt den Rechner runter. Die Pegel am LPT-Port sind nicht mehr stabil, sind nicht mehr definiert, sind floating. Der Eingang von der Schaltung war auch nicht so super gut designt. Es kann sein, dass es auf dem Lochraster aufgebaut war, irgendwie mal gerade zusammengepfuscht. Und der Laser ging an. Und wirklich, sie sagte, das ging hier aber so an ihr vorbei. Das fand ich dann schon ziemlich dramatisch. Das ist ein bisschen auch, wenn ihr mit Lasern was macht, was designt, bitte, 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 bitte achtet auf sauberes elektronisches Design. Genau. Das Thema Normen. Ich hatte meinen Laser schon ziemlich weit und dann kam ich mit den Normen in Berührung. Zum Glück habe ich die alle bestanden, weil ich irgendwie nachgedacht hatte. Wer ernsthaft mit Lasern spielt, über Klasse 2 hinaus, sollte sich damit vertraut machen. Die sind nicht schlecht. Die sind echt nicht schlecht. Also ich habe viel drin gelesen, ich habe viel davon gelernt. Die BGV B2 UVV, also die Unfallverhütungsvorschrift für Lasergeschichten, kann man so lernen, so leechen bei der Berufsgenossenschaft für Umme. Die DIN, also die Normen, so 60825, kann man entweder für teures Geld beim Beuth Verlag kaufen oder in der Bibliothek, also in der Unibibliothek einsehen. Es gibt aber auch irgendwelche Stellen, dass man die Normen einsehen kann. Es ist wirklich sinnvoll, sich damit mal zu beschäftigen, wenn man mit Lasern was machen will. Dabei ist der Teil 1, geht um die Klassifizierung von Anlagen. Da steht auch so ein bisschen drin, wie man berechnet die maximal erlaubte Einstrahlung auf die Haut, auf die Augen, relativ zur Wellenlänge.
und wie man das Sicherheitsdesign machen muss. Auf das Sicherheitsdesign will ich gleich nochmal anhand von einem Beispiel eingehen, über das wir uns ein bisschen unterhalten können. Teil 3, sagte ich ja gerade, sind Showlaser. Da steht auch drin, wie das abgenommen werden muss, wie was gemacht wird und so. Und Teil 4 finde ich wiederum spannend, gerade für die Leute, die mit sich, wie wir in Karlsruhe jetzt einen Laser sauer bauen, Schutzwände. Also eine Schutzwand ist ja auch die Gehäusewandung, so Deckel auf, Material rein, Deckel zu. Dass wenn da irgendwas schief geht, wenn es dort Reflexionen gibt und alles ungünstig läuft und so, dann darf das halt eben nicht durchschmuggeln. Also irgendwie so eine Alufolie als Schutzwand funktioniert dann halt eben nicht mehr. Das ist da ziemlich schön beschrieben, welche Materialien zu welcher Wellenlänge. Also ich bin da echt skeptisch gewesen, aber bei 10.000 Nanometer scheint Polycarbonat irgendwie zu funktionieren. War ich echt so ein bisschen baff. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch irgendwie speziell zertifiziert sein muss, wo es herkommt, ob das irgendwelchen Normen entsprechen muss oder ob man einfach sagt, 5 mm Polycarbonat und gut. Wie ich vorhin schon gehört hatte, man merkt, dass es durchschlägt, indem es anfängt zu stinken. Gut zitiert? Genau. Dann die DIN EN 11553 ist auch ziemlich spannend, weil dort einfach drin steht, wie man etwas aufbaut, wie ist der Notauskreis zu machen, wie sind irgendwelche Schalter, Endschalter, Türschalter und solche Sachen zu machen. Also das ist teilweise in der 60825 und in der 11553 ist das so ein bisschen vermischt. Also die 11553 geht eher so in Richtung größere Maschinen. Also nicht so der kleine CO2-Laser, den wir haben, sondern das ist schon, fliegen dann Kilowatt rum. Die EN207, die finde ich ziemlich spannend, weil es dort nämlich um Laserbrillen geht. Ich habe von irgendjemandem, ich weiß nicht mehr, wer das erzählt hatte. Ja, und hier und 5 Euro Laserschutzbrille für 100 Watt CO2 oder ich weiß nicht, welche Wellenlänge das war. So, ja, unsere Laserschutzbrillen, die haben schon 5 Euro gekostet. So, okay. Also meine Justierbrille für verrohte Laserpointer Klasse 2, die liegt bei 60 Euro, 60, 70 Euro und ist von Uvex und ist zertifiziert. Die für den CO2-Laser, den wir haben, die 1064, die kosten richtig Geld. Ich habe mit den Leuten mal telefoniert. Ich meine, ich halte hier einen Vortrag so, wo ist der Preisbereich? Sind das 5 Euro, wie das, was ich gehört hatte, oder wo liegt das eigentlich? So, 150, 300 Euro liegt das dann schon. Ist okay. Es gibt halt eine Abstufung bei den Laserschutzbrillen. Es hängt davon ab, welche Wellenlänge und welche Leistung und auf welches Level man abschwächen möchte. Also es gibt da den Unterschied zwischen Schutzbrille, kommt nichts durch, und Justierbrille wird so abgeschwächt, dass ich immer noch was sehen kann. Meine Brillen für den ND-Jagdlaser, für den starken, das sind Schutzbrillen, da kommt nichts durch. Wenn ich aber den Laserpointer justieren möchte, muss ich ja irgendwas sehen. Das heißt, es wird auf ein Zehntel abgeschwächt. Ich sehe gerade noch ungefähr, wo der ist. Dann kann ich aber auch so dicht rangehen und ich habe noch eine Lupenbrille auf und kann das ganz genau justieren. Und kann da auch wirklich 10 Minuten mich damit beschäftigen, ohne dass es mir in den Augen zwickt. Und dann geht es auch noch darum, ist es ein Continuous Wave, ist es ein Impuls, Laser, ist es ein Riesenimpuls? Also Riesenimpuls ist so wie ein Blitzlicht. So, ein Kondensator wird geladen und dann wird die Energie schlagartig freigesetzt und kommt ein richtig heftiger Puls raus. Also das ist Riesenimpuls. So, da gibt es verschiedene Kategorien. Es gibt Berechnungsformeln, man muss das halt eben einfach mal sich anschauen. Und dann dementsprechend, gerade so für ein Hackcenter, für ein FabLab oder so, dann kaufen wir halt eben 2 von diesen Laserschutzbrillen. So. Es ist immer noch billiger, als wenn jemand irgendwie zerblitzte Augen hat und dann Schaden von trägt.
Das nächste, also ich bin jetzt gerade so ein bisschen im Bereich Laserpointer spielen, Beschriftungslaser bauen. Wenn man sowas konstruiert und jetzt nicht gerade sklavisch den Laser sauer nachbaut, was ich vielleicht nicht so wirklich empfehlen würde, zumindest nicht ohne drüber nachzudenken, ist halt eben sich selber ein Konzept ausdenken. Dazu gehört erstmal die Norm lesen. Und dann sich überlegen, wie ist das Szenario? Was möchte ich erreichen? Wie möchte ich mein Setup machen? Und da gehören halt eben Betrachtungen dazu, Not aus, Not halt. So, man kann das so und so machen. Also Not aus ist, ich drück den Taster und dann relativ weit Richtung Netz wird einfach fällt der Hammer. Und die ganze Anlage ist aus. Kann man machen. Not halt ist, ich drück, die Steuerung bleibt am Leben. Bei einem CO2-Laser zum Beispiel bleibt die Kühlung am Leben, was ganz wichtig ist. Es kann zu einer übergeordneten Steuerung, wenn man das halt eben im Design macht, kann die Weitermeldung geben, hier ist gerade Not ausgedrückt worden, wir brechen das Programm jetzt mal ab. Nicht, dass dann vom Rechner einfach weiter G-Code kommt und das irgendwie völlig out of sync gerät. Es muss in jedem Fall, die Gefahrenquelle muss abgeschaltet werden. Es darf keine, oder die Gefahr muss weggeschaltet werden. Wenn es nur ein reiner Laser ist, der einfach nur geradeaus leuchtet, ohne dass man damit irgendwas macht, dann muss halt eben die Quelle aus. Beziehungsweise, die Quelle muss aus. Die Gefahr muss abgeschaltet werden. Jetzt bei einem Plotter zum Beispiel, es kann ja auch passieren, dass da irgendwas crasht. Da drin. Ist Notaus oder Nothalt heißt ja nicht nur, hier wird jemand gerade verbrannt, sondern es crasht irgendwas in dem Ding. Nothalt drücken, Schrittmotoren bleiben stehen. Laserquelle geht aus, Schrittmotoren bleiben stehen, man kann die Klappe aufmachen, das korrigieren, Klappe wieder zu, Start drücken und dann fährt nämlich alles wieder auf die Nullposition. Man muss das dann bewusst neu den Prozess starten. Ganz wichtig ist, dass wenn man den Notaus wieder zieht, also man zieht ja nicht einfach dran, sondern man dreht ihn ja so ein bisschen, der Notaus kommt wieder, dann muss der nächste Schritt sein, der möglich ist, dass das Ganze wieder auf eine Nullposition zurückfährt. Das Ding muss resetten. Und dann kann man erst den Prozess von neuem starten. Also so von wegen, ich habe hier meinen Notaus und der geht aufs Netz und dann ziehe ich den Notaus wieder und es kuckelt gerade weiter. Sollte man mal sehr verschärft drüber nachdenken. Sinnvoller Unterschied bei Not aus versus Not halt ist, wenn ich jetzt irgendwas habe, was Strom braucht, um keine Gefährdung darzustellen. Eine Tür, irgendwie was, ein Laser mit einer Schiebetür, die elektrisch betrieben wird, und die ist gerade offen und jemand schlägt Not aus und jemand anderes ist da mit den Fingern dazwischen, Strom weg, Tür runter, Finger weg. So, solche Sachen, das muss man sich halt eben sehr genau überlegen, was für Gefährdungen entstehen können, bei welchem Szenario. Dazu gehört auch die Türen überwachen. Das ist der Interlock-Kreis. Interlock heißt, ich mache irgendwo was auf, eine Wartungsklappe, ich mache die beim Laserbeschrifter, ich mache die große Klappe auf beim Lasersaurier. Dann muss die Gefährdung sofort aufhören. Die Quelle muss entweder abgeschaltet werden oder, komme ich gleich noch dazu, der Shutter muss fallen. Dass also keine weitere Gefährdung mehr möglich ist. Und dann wäre schon sinnvoll, dass man zumindest die XY-Bewegung dann anschließend manuell starten kann, dass man sehen kann, wie verfährt das wirklich. Ich habe einen Laserpointer da drin, macht das wirklich richtig oder so Messungen machen. Aber beim Interlock muss die Gefährdungsquelle abgeschaltet sein, also wirklich, dass kein Licht kommt. Systemüberwachung, wir haben das im FabLab so, ja, und dann die Kupferspiegel und dann verdrecken die und dann kommen da 100 Watt Laser drauf, die werden heiß, verlieren ihre optischen Eigenschaften, verändern sich, der Strahl geht irgendwo anders hin. Wir müssen die Dinger Temperatur überwachen. Dazu gehört auch, was ist mit den Betriebsspannungen? Läuft gerade ein Netzteil weg, bricht da irgendwas zusammen? CO2 wieder, läuft die Pumpe?
Wenn es ein wassergekühlter ist, läuft die Pumpe bzw. läuft die Luftkühlung. Wenn nicht, Spannung weg. Also das sind solche Abbruchbedingungen für jetzt wird es gerade kritisch. Das Ganze funktioniert zusammen mit der Risikoanalyse. Das heißt, man überlegt sich, was kann potenziell schiefgehen? Beim Lasersauer ist die Überwachung der Klappe sind Mikroschalter. Ganz schlechtes Beispiel, weil ein Mikroschalter kann kaputt gehen. Man kann ihn manipulieren, einfach Tesafilmstreifen drüber, Klappe auflassen, ich will mal zugucken. Dass sowas dann halt eben auch, dass man sowas dann abfängt, dass man sagt, okay, dann haben wir eben zwei manipulationssichere, das ist immer relativ, ne? Aber nicht einfach so diese Tesastreifengeschichte, dass es einigermaßen manipulationssicher ist. Dann, was passiert, wenn die Kühlung ausfällt? Dass man solche Szenarien durchspielt und dann auch konstruktiv behandelt. Also wenn die Kühlung ausfällt, dann muss das Netzteil sofort weg sein, da muss eine rote Warnlampe leuchten und dann sollte erstmal nichts möglich sein. Und dann kann man nur hoffen, dass die Röhre nicht knackt oder so. Oder wenn das irgendwas anderes passiert, ein Spiegel zu heiß wird, dann was passiert dann? Und was muss man konstruktiv machen, damit so ein Fehler, also man geht davon aus, dass ein Fehler passieren darf und es darf nichts passieren. Also ein Spiegel wird zu heiß, ist verdreckt, optische Eigenschaften verändern sich, der Laserstrahl kommt plötzlich irgendwo anders raus. Es darf nichts passieren. Gerade so für ein Hackerspace, FabLab, sowas, sind so diese juristischen Fragen sehr, sehr wichtig. Wer hat die Haftung? Ist das Ding dokumentiert? Wie ist das Ding dokumentiert? Wer hat die Verantwortung für die Dokumentation? Berufsgenossenschaftsmitgliedschaft. Dann ein ganz wichtiges Thema, ist mir eigentlich, ich habe es nicht prominent genug hingeschrieben, ist, wer darf mit der Kiste überhaupt umgehen? Das fällt nämlich eigentlich oben in die 60825-1, wo gesagt wird, dass größer 3, die zweite von der Dreierklassen und Klasse 4 darf nur von befugtem Personal eingeschaltet werden. Das muss geschehen durch einen Schlüsselschalter, es steht in der Norm wirklich so, Magnetkarte oder durch ein Tastenfeld mit einer PIN. Das muss man klären, bevor man anfängt, was zu bauen. Also das ist alles, bevor man im Layout, bevor man den ersten Strich im Schaltplan macht, bevor man anfängt, irgendwas im CAD zu machen, müssen diese Fragen eigentlich geklärt sein. Zu Laserpointern fand ich ganz süß. Ich hatte ich weiß nicht mehr, wo das war, irgendein Händler im Netz, hatte ich ein Watt. Ging sowas 3 Watt, die Laserpointer, so wow. Mit einem Schlüsselschalter dran. Total geil. Ich weiß jetzt nicht, ob das so sinnvoll ist, ob das jetzt so wirklich den Unterschied macht zu Lord Sith, wo bist du? Ich glaube, das ist dann irgendwann ziemlich pointless. Aber das Ding hatte einen Schlüsselschalter und es hatte noch irgendwie so einen zweiten hin, so ein Steckmich. Keine Ahnung, wahrscheinlich so wie beim Nunchuck, bei der Wii oder so, wenn man den beim Laserschwertspielen irgendwie wegschmeißt, dass dann sofort das unterbrochen ist. Fand ich süß. So, was zum Diskutieren. Ich habe mal so ein kleines Konzept gemacht, das weder Anspruch auf besondere Intelligenz, auf Richtigkeit, auf Vollständigkeit hat. Aber das ist so das, was mir gestern Abend dann noch so ein bisschen eingefallen ist, um das Ganze mal so ein bisschen in die Realität zu bringen. Bei meinem Laser, den ich entwickelt habe, habe ich als zentrales Element ein CPLD. Weil ich einem CPLD deutlich mehr traue als einem Mikrocontroller, so welchem auch immer mit meinen Software-Skills, habe ich ein CPLD genommen und habe alles, was mir die Steuerung zur Verfügung gegeben hat, geht rein. Es geht
alles andere geht rein in CPLD und alles was und es geht alles wieder raus. Also die Steuerung für die Laserquelle, I/O-Steuerung, Interlock-Geschichten, dies und jenes und welches. Es läuft eine Kommunikation zwischen dem Controller und dem CPLD. Wie geht's dir gerade? Wir geben Statusmeldungen weiter und so. Es crasht halt nicht. Zumindest nicht unter normalen Bedingungen. Was ich da halt mir gestern überlegt hatte, ist, einmal das CPLD macht die ganzen kritischen Sachen. Alles, was mit Sicherheit zu tun hat, ist, wir sehen hier links, ist das Netzteil, das stellt uns die Betriebsspannung von Laser zur Verfügung. Einmal Enable Power kommt aus dem CPLD raus. Das passiert in Kommunikation mit der Steuerung, dass die Steuerung sagt, okay, G-Code sagt, wir möchten jetzt Licht anmachen, dann geht das weiter. Das CPLD checkt ab. Ist das okay? Ist das okay? Ist das okay? Ist das okay? Not aus nicht gedrückt, Interlock geschlossen. Wir dürfen, weil der Schlüsselschalter sagt, wir dürfen. Shutter ist geschlossen, die Rückmeldung vom Shutter ist okay. Jetzt dürfen wir die Laserquelle anmachen. Und dann geht Enable Power High. Wenn Not aus nicht gedrückt ist, dann kriegt die Quelle zum Beispiel Strom und kann loslegen. Wenn irgendwas ist, jemand schlägt Not aus, dann wird halt eben mit einem Relais, wenn ihr sowas macht, ich hoffe, ihr macht, wenn ihr sowas macht, das mit Not aus und so, keine Halbleiter-Relais. Die können durchlegieren. Sondern es gibt dort wunderschöne mechanische Relais mit zwangsgeführten Kontakten. Zwangsgeführte Kontakte heißt, also es ist ein Schließer und ein Öffner sind miteinander verbunden. Also erstmal natürlich, ihr wisst ja, wie ein Relais aufgebaut ist, die Spule, der Klappanker, der betätigt diese Kontaktsätze. Das heißt, der drückt und dann geht ein Öffner auf, beziehungsweise ein Schließer schließt. Zwangsgeführte Kontakte heißt, dass da nochmal eine starre Verbindung zwischen den einzelnen Kontaktpaaren ist. Das heißt, es soll schließen, der Kontakt schließt und gleichzeitig muss ein Öffner aufgehen. Und wenn das nicht passiert, das heißt, ich weiß, ich steuere das Relais an, ich kriege aber keine Rückmeldung dafür, dass das auch tatsächlich passiert ist, weil irgendein Kontakt klebt oder ich möchte wieder abschalten, das ist ja noch viel dramatischer, ich möchte irgendwas abschalten, das heißt, ein Schließer soll wieder öffnen, tut er nicht, er ist verschweißt, im Gegenzug dazu gehen die anderen Kontakte auch nicht mit. Also einer ist verschweißt, die anderen funktionieren genauso wenig. Das heißt, ich kriege eine Rückmeldung über den Status vom Relais. Dann kann man sich überlegen, was man weiter macht, ob man dann irgendwie nochmal eine Ebene einzieht und sagt, okay, jetzt fällt hier irgendwie das Hauptschütz vom Netz oder so. War ich gerade stehen geblieben? Ja, genau. Keine Halbleiter-Relais, bitte. Die können durchlegieren. Es gibt die Firma Elestar, die macht wunderschöne Relais, das soll jetzt keine Schleichwerbung sein, die machen wirklich gute Relais, wunderschöne zwangsgeführte Kontakte, zertifiziert, bla bla bla, kosten auch nicht so viel. Genau. Beim Nothalt-Knopf, wir sehen da zwei Öffnerkontakte. Ganz wichtig ist, also wenn da nicht geschlagen ist, dass die Kontakte geschlossen sind. Denn wenn jetzt ein Kabelbruch passiert, und wir haben einen Schließer. Der Kabelbruch ist passiert. Jemand drückt Not aus und nichts passiert. Andersherum, ich habe einen Öffner, ich habe einen Kabelbruch und es ist so, als ob Not aus betätigt wird oder Not halt betätigt wird. Das ist so eine eingebaute Sicherung. Dann gibt es noch Verfahren, das gibt so externe Notausrelais, die haben eine Querschlussprüfung. Das heißt, es wird geguckt, ist ein Kabel gequetscht? Es werden die Kanäle gegeneinander überprüft und die ganze Geschichte ist zweikanalig. Das heißt, also in diesem Fall, einer funktioniert nicht, irgendein Kontakt klebt, dann ist die Hoffnung, dass der zweite, es ist eben dieser eine Fehler, der passiert und es passiert nichts, weil der zweite dann in der Regel eigentlich funktioniert. Das Ganze auch bei der Tür, beim Interlock-Kreis. Es kann ja sein, dass in
bei dem einen Türkontakt irgendwas passiert ist, dass der nicht öffnet bzw. nicht schließt. Und dann denkt die Maschine, die Tür ist zu, Licht geht an, man steht gerade da drüber und will Staub wegblasen. Und das war's dann. Symbolisch. Ja, ja, ich weiß. Also, wie gesagt, A, Diskussionsgrundlage, B, das ist eher so ein bisschen symbolisch gemeint. Es war gestern spät. Aber wie er schon gerade sagte, die beiden Kanäle vom Interlock sollten nicht da durchgehen. Vielleicht wäre es sinnvoll, oder es wäre sinnvoll, noch ein weiteres Relais vielleicht in die Versorgung für die Quelle mit aufzunehmen, dass wenn die Tür offen ist, dass die Quelle einfach nicht angehen kann. Das ist so die größte Sicherheit dabei. Das Thema Shutter. Shutter ist halt eben, wenn ich hier den Laserstrahl habe, eine mechanische Klappe, eine mechanische Geschichte durch einen Drehmagneten zum Beispiel betätigt. Wenn Strom weg, dann Shutter zu. Und dann vielleicht auch mit Gabellichtschranken, Optokoppler, irgendwie sowas, dass man sehen kann, ist das Ding zu? Also Sollzustand, das Ding wird nicht bestromt, Rückmeldung soll sein, der ist geschlossen. Und dann, wenn ich sage, Shutter auf, dann geht er auf, Rückmeldung, Shutter ist tatsächlich geöffnet. Beziehungsweise er hängt irgendwo, beziehungsweise wenn es ein Rückmeldung ungleich Sollwert ist, dann gibt es halt eben Alarm oder gibt es eine Rückmeldung. Der Shutter sollte außerdem aus einem Material sein, sollte so beschaffen sein, dass wenn die Quelle dann tatsächlich an sein sollte, also ich habe das bei meinem Laser mit einem Enable von der Quelle verknüpft, Shutter schließt, Enable von der Quelle sagt Quelle aus. Also die Elektronik läuft, aber es kommt keine Leistung. Das heißt, ich brenne mir nicht immer auf den Shutter drauf. Aber er sollte halt eben schon so beschaffen sein, dass es einen Augenblick das Ganze aushält und nicht gleich in Wohlgefallen sich auflöst. Zum Thema Notaus oder Nothalt halt eben. Ich habe da noch die Motortreiber mit reingenommen. Das heißt, wenn wir eben diesen XY-Plotter haben und irgendwas passiert, wir drücken Nothalt, dass dann halt eben wirklich die Enables, das hattest du ja auch gestern in deinem Talk über die Linux-CNC gemacht, sodass dann halt eben über ein Enable die Treiber abgeschaltet werden. Dass da auch wirklich Bewegung aufhört und nichts mehr passiert. Gut. Habt ihr Fragen? Habt ihr dazu Anmerkungen? Ja. Das ich weiß nicht, ich vermute mal alte CD-Spieler. Nagel mich nicht drauf fest. Alles, was ich so an Präsentations-Laserpointern gesehen habe, die sind Klasse 2. Ich war im Januar in der Türkei und mit Kollegen sind da auch über so einen Markt gelaufen, so auf der einen Seite Fisch, Gemüse, Laserpointer, okay. Wow. Wie viel soll der kosten? 200 Milliwatt für, ich weiß nicht mehr, 30, 40 Euro, so, boah, ist okay. Nee, komm, ich lass das mal so, komme ich nur auf dumme Gedanken. Ja. Danke. Ja, also ein grüner Laser ist gerade die Thematik bei grünen Lasern. Also grün wird dadurch erzeugt, dass man Infrarot hat und das durch einen Frequenzverdopplungskristall schickt. Der macht aus langwelligem, ich weiß nicht, so 1000 Nanometer, ich weiß nicht welche. 1064 ist, ja, okay. Okay, also von 1064 Nanometer auf 500 Ungrad. Die Frequenz wird verdoppelt, die Wellenlänge wird halbiert.
dann sollte man danach einen Infrarot-Sperrfilter haben, dass halt eben der Rest von dem Infrarot, was in dem Kristall nicht umgewandelt wurde, dann auch wirklich blockiert wird. Wenn das nicht ist, dann hat man vielleicht 5 Milliwatt sichtbar, aber nochmal wie viel auch immer Infrarot unsichtbar. Und dann denken wir so, wow, ist ja gar nicht so schlimm so, so warum sehe ich plötzlich nichts mehr? Ja. Man kauft sich die für grün, aber nicht für 1064, ja. 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 Das ist eine andere Geschichte, ja. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Also ich habe einen grünen Laser mit 5 Milliwatt. Ich habe versucht, den aufzuschrauben. Ich kriege ihn nicht auf. Und ich wollte jetzt nicht irgendwie die Säge ansetzen. Und den, also ich wollte ihn non-destruktiv öffnen und so Neugierde befriedigen. Aber so. Noch Fragen? Okay, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Eine Sache wollte ich euch noch zeigen. Völlig vergessen. Vom Spielen zu Hause. Ein ganz wichtiger Punkt ist mir tatsächlich durchgegangen. Es gibt bei der Laserei zwei Gefahren. Das eine ist das Licht und bei der Materialbearbeitung ist es das da. Ihr könnt sehen, da qualmt was weg. Das ist eine CD-Hülle. Ich brenne da, glaube ich, mit 10, 15 Watt drauf und man sieht sehr schön den Qualm. PVC zerfällt in HCl und Dioxine und andere unerfreuliche Stoffe. Die sind in der Luft. Stahl, je nachdem was für eine Legierung, es gibt halt eben einen ganz, ganz feinen Feinstaub mit sehr unerfreulichen Elementen da drin. Gerade so bei einem Laserplotter und so ist wichtig, dass es eine Absaugung gibt. Man kann ja jetzt nicht einfach sagen, ja, wir nehmen hier jetzt so und so viel Liter Minute pauschal, dann ist das schon in Ordnung, sondern man muss halt eben das auf den Anwendungsfall eigentlich berechnen. Es gibt Händler, es gibt Hersteller, die solche Anlagen herstellen, verkaufen und mit denen müsste man sich eigentlich in Verbindung setzen und sagen, pass mal auf, kommt mal einer vorbei, wir haben das und das. Das andere ist, man sieht schön durchs Objektiv, wie der Strahl rauskommt und hin und her geht. Dieser, was da so nach oben scheint, ich habe den Eindruck, zuerst dachte ich so, yippie, ich sehe hier Reflexion, aber ich vermute mal, das ist einfach durch das Objektiv von meiner Handykamera. Ja. Lens Flare, genau. Okay, das war's.